Hi Stefan, meine Damen und Herren, ich beschäftige mich nun seit über 25 Jahren mit der komplementären Schmerztherapie, also Neuraltherapie, Chiropraktik, Proliferationstherapie, Plasmatherapie in allen Bereichen der Wirbelsäule, alles auch an den peripheren Gelenken, Kniegelenke, Sprunggelenke, Hüftgelenke. Und ich kam quasi über die Suche nach der Regenerationsverbesserung, nach einer deutlichen Steigerung der Erholungsleistung von Patienten nach der Therapie zu der Hormone Replacement Therapie, wie ich sie heute verstehe. Und mir war schon vor über 25 Jahren als quasi frisch gebackener Physiotherapeut klar, dass es hier in diesem Bereich, was die hormonelle Unterstützung betrifft, die endokrinologische Betrachtung der Regeneration nach Verletzungen, nach Kreuzbandverletzungen, nach Bizepssehnen, Trizepssehnen, Patellasehnen, Achillessehnen, Affektionen zu sehen. Es gibt eine ganze Reihe von schwerwiegenden Erkrankungen am Bewegungsapparat, die auch oftmals operativ versorgt werden müssen, dass wir hier mit den Hormonen und heute mit den Peptiden sehr viele günstige Einflussmöglichkeiten haben können, wenn wir die Anwendung verstehen. Insbesondere möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie meinen YouTube-Kanal anschauen, dass Sie meine Videos teilen und Ihr Interesse. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich kann heute sagen, wenn es um medizinische Betrachtung geht, dann sind wir auf YouTube zumindest gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Chris Stock, der einzige ernstzunehmende Content im Bereich wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit PEDs, mit der Hormone Replacement Therapie. Wir erhalten täglich mehr Anfragen von jungen Männern, aber auch älteren Kandidaten, die eine Hormone Replacement Therapie auf Anraten von Coachings demzufolge abbrechen mussten, weil sie unter Nebenwirkungen leiden. Die sind meistens nicht schwerwiegender Natur. Es gibt aber auch die schwerwiegendste, für mich wichtigste Nebenwirkung zugleich, die sogenannte Herzmuskel. Veränderung sprechen wir am ehesten, um es treffend zu sagen, von der Herzmuskelhypertrophie. Und dazu möchte ich heute noch einmal in aller gebotener Kürze einige Worte verlieren. Zunächst einmal, was ist eine Herzmuskelhypertrophie? Die Herzmuskelhypertrophie ist eine stereotype Reaktion des Herzens auf die erhöhte Arbeitsbelastung. Daraus ergibt sich noch erstmal keine Pathologie. Sie führt ohne geeignete Intervention, wenn es in Richtung Pathologie geht, letztendlich aber zu einer schweren kontraktilen Dysfunktion und dann spricht man von einer nicht mehr kompensierten Herzinsuffizienz. Soweit die Definition der Herzinsuffizienz. Es handelt sich also um eine unphysiologische Belastung und eine unphysiologische Adaption an eine pathologische Situation, beispielsweise der Hochdruck, also die essentielle Hypertonie über viele Jahre unbehandelt. Eine anhaltende Überlastung des Herzens also führt unweigerlich zu einem erhöhten Energiebedarf und stört also das Gleichgewicht, das wir haben zwischen der Mitochondrialen, da haben wir das Thema die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, Energieversorgung und dem kardialen Energiebedarf. Stellen Sie sich am besten einmal Folgendes vor. Unser Herz schlägt im Median in der Minute 70 Mal. Pro Tag sind es einige tausend Schläge, circa 100.000 Schläge pro Tag. Und jetzt brauchen wir dafür 6 bis 7 Kilo, je nach Herzgewicht, wir gehen jetzt von einem normal großen Herz aus, müssen unsere Mitochondrien 7 Kilogramm ATP produzieren. Stellen Sie sich vor, welche unglaubliche Menge das ist, was unsere Mitochondrien allein für den kardialen Energiebedarf, wir sprechen ja nicht von anderen sehr energetisch angewiesenen Organen wie das zentrale Nervensystem, wie die Leber, wie die Reproduktionsorgane oder auch andere Bereiche unseres Körpers. Wir sprechen mit diesen 7 Kilogramm ATP nur von dem kardialen Energiebedarf, der bei der Herzinsuffizienz
aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und jetzt stellt sich die Frage, ist der Konsum von Anabolika gleichzusetzen mit einer mitochondrialen Schädigung oder führt der Gebrauch von anabolen Androgensteroiden zu einer mitochondrialen Schädigung, bevor überhaupt die sogenannte Herzinsuffizienz stattfindet und manifest wird? Und wie besteht hier ein direkter physiologischer Zusammenhang? Auf welcher Art sind die Zusammenhänge zufällig? Oder kann man wirklich sagen, wenn wir die Mitochondrien schädigen, dann schädigen wir damit in der Folge den Herzmuskel? Und es kommt zu einer Herzmuskelhypertrophie. Und welche Veränderung passiert im Rahmen der Herzmuskelhypertrophie? Und das ist wahrscheinlich das, was die meisten interessiert, mit den Mitochondrien. Das heißt, auch wenn es etwas kompliziert wird, bitte dranbleiben. Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie diese Zusammenhänge verstehen. In den letzten Jahren deuten immer mehr Beweise darauf hin, dass die mitochondriale Dysfunktion mit dieser pathologischen, wir reden von einer pathologischen Herzhypertrophie und von einer physiologischen Herzhypertrophie. Nehmen Sie ein Ausdauerherz von einem Marathonläufer oder von einem Triathleten. Das ist eine physiologische Herzmuskelhypertrophie. Dann gibt es die pathologische Herzmuskelhypertrophie. Das sind ja die konzentrische Hypertrophie, in dem die Herzwände zu dick werden, das Septum zu stark wird und damit die Kontraktilität zwar erhalten bleibt in den meisten Fällen, aber es eine diastolische Dysfunktion in den allermeisten Fällen im Ultraschall sichtbar wird. Oder natürlich die dilatative Kardiomyopathie, die zu einer ausgeleierten Struktur des linksventrikulären Myokards führt, so könnte man am besten sagen. Die erheblichen Veränderungen in der mitochondrialen Energetik und die mitochondriale Proteomzusammensetzung sowie die veränderte Expression von Transkription auf die mitochondriale Struktur wirkt sich schlussendlich auf die ATP-Synthese aus und es kommt zu Störungen der Kontraktilität, insbesondere bei einer fortgeschrittenen Herzhypertrophie. Also Veränderung der Expression, Transkriptionsfaktoren auf mitochondriale Strukturen und deren Funktion. Also die Form bestimmt die Funktion und die Funktion bestimmt die Form. Um das zu verdeutlichen, die Form nehmen wir einen Mann, der schwer funktioniert, ein Kraftsportler, ein Gewichtheber, ein Bodybuilder, der hat auch dicke Muskeln. Nehmen wir einen Mann, der eher im Ausdauerbereich funktioniert, der hat schlanke, energetisch hoch ausgebildete Muskeln mit anderen Muskelfasern und auch mehr Mitochondrien. Die Kardiomyozyten, warum haben wir das Problem überhaupt? Wenn wir uns die Kardiomyozyten anschauen, dann sind das die wichtigsten Zelltypen, die nach der Geburt endgültig differenziert sind. Das heißt also, die können sich nicht mehr teilen. Deswegen haben die Kardiomyozyten auf eine verstärkte Arbeitsbelastung im Erwachsenenherz die einzige Möglichkeit zur Reaktion auf eine anhaltende Druck- und Volumenüberlastung, also jahrelange Pressatmung beispielsweise, jahrelanges durch Bodybuilding, durch falsch verstandenen egozentrischen Narzissmus, auch zu hohes Körpergewicht, kommt es zu einer Volumenüberlastung und die Kardiomyozyten können nicht proliferieren. Stattdessen zeigt sich eine morphologische Veränderung bei einem kontinuierlichen, das Blut immer wieder pumpenden Arbeitsorgan. Das heißt, es kommt zu einer Herzmuskelhypertrophie und nicht zu einer Proliferation der Kardiomyozyten, weil das bei endgültig ausdifferenzierten Zellen nicht mehr möglich ist im Vergleich der Skelettmuskeln. Hier gibt es sie für Sie wohlbekannten Satellitenzellen. Das heißt also, wir haben eine Zunahme der Herzwanddicke, der Herzmasse und schließlich eine Herzhypertrophie. Und hier haben wir genau das Problem, wo wir uns überlegen müssen, kommt es bei der Zunahme der Herzmuskelmasse auch zu einer Veränderung, zu einer morphologischen, aber auch dynamischen Veränderung der Mitochondrien.
Und hier muss man sagen, die Mitochondrien sind Organe, sind also dynamische Organellen. Und diese Organellen bauen quasi ihr ATP auf. Und wenn sie die ATP-Versorgung nicht mehr gewährleisten können, dann haben wir dieses Problem, dass sich das Herz nicht mehr, dass das Herz seinem Wirt, seinem Besitzer nicht mehr gehorcht. Das hört sich dann für manche etwas seltsam an, aber das sind dann die ersten Symptome wie Arrhythmie, Tachykardie, ein verstärkter Herzschlag in der Nacht. Also Mitochondrien sind dynamische Organellen und bauen während der periodischen Spaltung und während der Fusion ständig ihren Inhalt um. Das heißt, sie tauschen sich ständig aus. Ja? Und diese Homöostase, der sogenannten mitochondrialen Dynamik, wird mitochondriale Spaltungs- und Fusionsfaktoren benötigen, damit alles genau reguliert werden kann. Und diese Spaltungs- und Fusionsfaktoren, die können wir teilweise beeinträchtigen in der Therapie. Darauf möchte ich hier an der Stelle nicht eingehen. Ich möchte an der Stelle nur vorausschicken, es gibt Möglichkeiten, während der periodischen Spaltung und Fusion hier einzugreifen und diese Faktoren zu regulieren. Das haben frühere Studien ergeben, dass wir zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Mitofusin, MFN2, das kann die mitochondriale Fusion verändern, kann die Morphologie, die funktionelle Anomalie etwas günstig beeinflussen in einer gewissen progressiven Herzhypertrophie. Also diese Möglichkeiten bestehen. Während der Herzhypertrophie zeigen die Mitochondrien, das muss man ganz klar sagen, umfangreiche Veränderungen in Morphologie, also wie sie aussehen, in der Biogenese, in ihrer Funktion und der Dynamik und der Bioenergetik, also im Sinne von ATP-Bildung, was natürlich dann für den Sportler massiv in einer Kompensation enden kann und zu massiven Problemen führen in der kardialen Bioenergetik. Die Modulation und die hypertrophe Reaktion sind nicht voneinander zu trennen. Es kommt am Ende immer, wenn nicht frühzeitig eingegriffen wird, zu einer dekompensierten Herzinsuffizienz. Und hier sind die mitochondrialen Anomalien innerhalb der Myokardhypertrophie deutlich auch im Schnitt zu sehen, wenn wir zum Beispiel dann eine Biopsie machen. Also die Mitochondrien spielen eine sehr, sehr wichtige Funktion in der Zellphysiologie und in der Pathologie. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Mitochondrien, wenn diese Zellorganellen, die ja ursprünglich Bakterien waren, wo jeder Kardiomyozyt bis zu 6.000, 7.000 Mitochondrien enthält, die Morphologie der Mitochondrien, die ist hochgradig plastisch. Das muss ich merken. Das heißt, es verändert sich sehr schnell. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Herz maximal alle 3 Monate, nicht länger warten, regelmäßig schallen lässt, dass man hier regelmäßig auch Hämatokrit, Hämoglobin, die Blutparameter, die Erythrozytenzahl, den RDW-Index kontrollieren lässt, denn die Biogenese, die Spaltung und die Fusion der Mitochondrien werden sehr fein reguliert. Und hier muss man dementsprechend als Therapeut relativ schnell dann auch die Veränderungen erkennen können. Denn im gesunden Herzen sind die Mitochondrien relativ reichhaltig, sie sind intakt und es geht um die Membranstruktur. Das kann man allerdings nur in einem Schnittbild sehen, also sprich unter dem Mikroskop. Die Kristallstrukturen, die verändern sich. Die Mitochondrien haben eine Doppelmembran, das heißt die äußere Membran, die innere Membran, die in diese Kristall gelegt, also in Falten. Und im hypertrophierten Herzmuskel, im hypertrophierten Kardiomyozyten schwellen die Mitochondrien stark an und verformen sich. Das heißt, es gibt unscharfe, gerissene Membranen, gerissene Kristallstrukturen und das führt zu Veränderungen, wenn wir diese filamentösen, verlängerten Kristalle anschauen, dann haben wir morphometrische Parameter, die uns zeigen, dass die veränderten Mitochondrien
auch eine geringere ATP-Leistung hervorbringen. Das heißt, die linken Ventrikel, der insuffiziente Ventrikel des Bodybuilders, der hypertroph-konzentrisch veränderte Ventrikel des Bodybuilders, weisen deutlich veränderte mRNA-Transkripte bei der mitochondrialen Permeabilität auf. Und das sehen wir. Das sehen wir im Ultraschall. Das sehen wir im Ultraschall in der Funktion, vor allem wenn es um eine diastolische Dysfunktion geht. Die diastolische Dysfunktion ist eine Relaxationsstörung. Woher kommt diese Relaxationsstörung? Weil den Mitochondrien nicht genügend Substrat oder die Substratumwandlung der Mitochondrien in ATP gelingt nicht mehr ausreichend und das eingeströmte Kalzium in der Kontraktionsphase, sprich in der Systole, kann durch entsprechende ATPasen, also Pumpen, nicht mehr herausgepumpt werden und der Ventrikel relaxiert zu langsam, meine Damen und Herren. Und das führt zu der diastolischen Dysfunktion und der Herzmuskel wird auch nur in der Diastole über die epikardialen Koronargefäße, Arteriae coronae dextra, Arteriae coronae sinistra, Ramus interventricularis versorgt. Das heißt, die mitochondriale Funktion ist im hypertrophen Herzen verändert. Und das führt zu Veränderungen, die wir im Ultraschall leider, meine Damen und Herren, nicht sehen können. Wir sehen nur die diastolische Dysfunktion. Die Funktion der Mitochondrien sehen wir im Ultraschall im Frühstadium nicht. Wir sehen nur die diastolische Relaxationsstörung. Wir sehen teilweise paradoxe Ventrikelbewegungen, paradoxe Septumbewegungen. Wir sehen Hypertrophieverhältnisse, die wir sagen können, dass es hier epigenomische Veränderungen geben muss im Sinne der Transkription und der Translation. Aber wir sehen die Veränderungen der Mitochondrien nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch etwas in die Biochemie reinschauen und teilweise auch uns Gedanken machen, ob derjenige Kraftsportler nicht schon vorher eine mitochondriale Funktionsstörung hatte, bevor er mit dem Doping, mit dem Leistungssport beginnt, sollte man so etwas im Vorfeld, wenn immer möglich, abklären. Da könnte man einmal die Superoxid-Dismutase 2 bestimmen, man könnte MDA-LDL bestimmen, also Malonyl-Dialdehyd-LDL-K bestimmen. Das ist ein wichtiger Marker für den Stress in der inneren Mitochondriemembran. Und dann natürlich INOS, also endotheliale INO-Synthase. Wenn wir hier genetische Polymorphismen haben, dann ist das sowieso einer der Versagensgründe für den Leistungssport und natürlich auch für den PED-unterstützten Leistungssport, wie wir es im Bodybuilding und Gewichtheben sehen. So, meine Damen und Herren, das war jetzt doch harter Stoff, ja? Aber das muss man drauf haben, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Zumindest ansatzweise verstanden soll, haben sollte man für heute Folgendes: Wenn die Mitochondrien geschädigt sind, dann wird das Herz in der Folge nicht mehr richtig funktionieren. Alles Gute und bis bald. Abonnieren Sie den Kanal und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.